Hallo zusammen, da sind wir wieder und für uns hat die heiße Phase begonnen. Der Grund, dass es die heiße Phase ist, es sind nicht nur die 35 Grad, die uns der Planet da oben verpasst. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder korrigiert von tausenden von Leuten, dass es kein Planet ist, sondern ein Stern. Ja, ich schätze auch. Ja. Alles nicht so schlimm, sprech ruhig weiter, mir gefällt es gerade ganz gut. Ja, okay. Wir fahren jetzt nach Köln Vogelsang in die Sporthalle am Kolkrabenweg zur Generalprobe. Genau, wir haben heute sogar Generalprobe in zweierlei Hinsicht, nämlich erstens letzte Generalprobe für den Act, zweitens erste Generalprobe für die Hitze, die uns in Rimini erwartet. Das stimmt. Es ist mega heiß. Wir haben eben mal geguckt, die ganze Woche über 30 Grad in Rimini, das wird mit Sicherheit eine ganz schön heiße Tour, aber wir freuen uns drauf. Der Stefan hat gerade jemanden zusammen, man weiß nicht so genau warum, aber ich bin der festen Überzeugung, die hat es verdient, egal worum es geht. Das hier, das ist die Tina, du schmeißt mich immer mit Pommes. Das ist ein anstrengenden, aber erfolgreichen Abend hinter uns, unsere Generalprobe, die nicht zu 100% funktioniert hat, wie das bei einer Generalprobe ja auch sein soll. Ja. Ich bin schwer verletzt, ich bin ganz schwer verletzt. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Hier, da, da. Oh, jetzt mal eine Runde Mitleid. Finger gequetscht. Der Ingo legt sich jetzt in die Eistonne. Und der Alvin macht sich ein Bier auf. Der macht sich ein Bier auf, ja. Natürlich. Und wenn ich noch was kurz zeigen darf. Sie hat es wirklich immer an. Ja, immer hat es an. Sag ich ja. Bei Proben. Ja, bei Proben. Naja, ich weiß da anderes. Naja. Also Leute, das nächste Mal, wenn wir uns melden, dann sind wir mit ziemlicher Sicherheit auf der Fahrt nach Italien. Das befürchte ich auch. Und, vielleicht machen wir noch ein kleines Zwischenvideo. Mal vielleicht auch das. Mal schauen, was so kommt. Auf jeden Fall, das war's für heute von der Generalprobe. Und ich würde sagen, wie üblich wird die Fat Lady immer erst geraucht. Wenn der Job getan ist. Genau.